Moin. Die Temperaturen steigen, die Schlangen an den Eisdielen werden immer länger und deswegen zeigen wir euch, wie ihr auch zu Hause ein super leckeres Buttermilch-Zitroneneis machen könnt. Also, los geht's! Zuerst weichen wir die Gelatine in kaltem Wasser ein. Dann nehmen wir eine halbe Vanilleschote und kratzen das Mark heraus. Alternativ könnt ihr auch gern Vanilleextrakt benutzen. Das Vanillemark geben wir zu unserem Zucker und reiben mit Hilfe der Zuckerkristalle noch das letzte Vanillemark aus der Schote. Den Zucker inklusive Vanilleschote geben wir mit Wasser in einen Topf und warten, dass sich der Zucker komplett im Wasser auflöst. Wenn das passiert ist, dann kommt dieser Sirup in eine Schüssel. Die Vanille setzt sich meist am Boden ab. Kratzt also alles sorgfältig heraus. Wir wollen ja nichts verschwenden. So, die Vanilleschote nehmen wir jetzt heraus. Man kann sie aber problemlos wieder trocknen lassen und sie in ein Glas mit Zucker geben. Sie gibt nämlich immer noch Geschmack ab. Und dann habt ihr leckeren Vanillezucker. Die eingeweichte Gelatine drücken wir jetzt aus und geben sie mit zum Zuckersirup. Und rühren sie nochmal unter. Jetzt können wir schon mal den Joghurt, den Schmand, die Buttermilch und den restlichen Zucker in eine Schüssel geben und alles kräftig miteinander verrühren, bis sich auch dieser Zucker aufgelöst hat. Und dann geben wir auch schon die Gelatinemasse dazu und rühren wieder alles unter. Danach pressen wir uns noch unsere Zitronen aus. Achtet dabei am besten darauf, dass es sich um Bio-Zitronen handelt, denn von einer Zitrone brauchen wir noch den gesamten Abrieb. Der Abrieb kommt jetzt erstmal zur Seite, den brauchen wir erst später. Den Zitronensaft allerdings rühren wir jetzt noch unter die Masse. Und dann geben wir die Masse zur Sicherheit noch einmal durch ein Sieb, damit wir später auch keine Klümpchen in unserem Eis haben. Das Eis kommt nun in unsere neue Eismaschine. Wer uns auf Instagram verfolgt, der weiß das schon längst. Wir posten da regelmäßig neue Bilder und auch in den Stories sind wir aktiv. Also schaut gerne mal vorbei. Wer keine Eismaschine besitzt, der kann die Masse jetzt einfach in einen Behälter geben und jede halbe Stunde umrühren. So verhindert ihr die Kristallbildung. Und wenn das Eis fast gefroren ist, gebt ihr noch den Zitronenabrieb hinein. Das gleiche machen wir jetzt auch mit der Eismaschine. Unser Eis ist jetzt fertig. Den Großteil füllen wir jetzt nochmal in unsere große Box und stellen diese ins Gefrierfach. Dort wird das Eis dann nochmal etwas fester. Und dann machen wir noch Stieleis mit diesen kleinen Förmchen. Das geht natürlich auch ohne Eismaschine. Also egal ob mit oder ohne Eismaschine, probiert es unbedingt aus. Holt das Eis am besten kurz vor dem Servieren aus dem Gefrierfach, dann lässt es sich besser portionieren. Das Eis ist wirklich schön säuerlich und erfrischend. Die süßen Erdbeeren aus der Saison passen dann natürlich perfekt dazu. Wir hoffen, euch hat unser Video gefallen. Lasst uns gern einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und über Feedback in den Kommentaren würden wir uns natürlich auch freuen. Also, bis zum nächsten Video. Chris und Marie.